und herzlich willkommen bei Fit mit Anna. Heute machen wir mal kein Training zusammen, sondern sind gemütlich auf dem Sofa und ich beantworte euch einfach so ein paar Fragen, die ihr zu mir hattet. Also, ich fange gleich mal an. Die erste Frage war, seit wann bist du Pescetarier? Also, ich esse, seitdem ich 13 bin, kein Fleisch mehr. Also kein Schwein, Rind, Hühnchenfleisch und so weiter. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, also seitdem ich 13 Jahre alt bin. Damals habe ich aber noch nicht so viel Fisch gegessen. Ich glaube, ich habe dann ein paar Jahre später mit 16 oder so angefangen, dann stattdessen Fisch zu essen. Ob ich überhaupt Urlaub mache, weil ich ja so viel arbeite und wenn ja, wo mache ich Urlaub? Also ich mache Urlaub, das stimmt, ich arbeite auch viel, aber mein Freund und ich machen natürlich auch regelmäßig Urlaub. Zwar nicht oft, aber so einmal im Jahr sind wir auf jeden Fall einmal irgendwo verreist. Und wo machst du Urlaub? Also wir waren schon zusammen in Kroatien, in Portugal, in Spanien und letztes Jahr hier in Deutschland an der schönen Eifel. So, wo möchtest du noch hin? Das ist eine gute Frage. Also ich würde ganz gerne in die Ukraine fahren und zwar zum Haus von meiner Oma. Da, wo ich aufgewachsen bin und die ersten 10 Jahre meines Lebens verbracht habe und ja, dort ganz oft in den Ferien war. Da möchte ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne hin, um das einfach zu sehen und wieder so zurück in der Heimat zu sein. Ja, und ansonsten mag ich sehr gerne warme Länder, also überall, wo es warm ist, da möchte ich hin. Ganz besonders mag ich Spanien. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dort irgendwann zu leben. Ja, jetzt gab es noch eine Frage zu einem Video, das ich mit meinem Freund zusammen gemacht habe, da wo wir am Hafen spazieren waren. Und zwar hat jemand gefragt, ob wir ein extra Honorar bekommen, wenn wir Schleichwerbung für Fitness First machen. Gut, ich habe den Namen jetzt wieder genannt, aber das ist jetzt ganz unbeabsichtigt. Und damals in dem Video ist es einfach ein blöder Zufall gewesen, dass mein Freund diesen Namen zweimal genannt hat. Das ist manchmal so, wenn man spontan so ein Video aufnimmt. Dann sagt man manchmal Dinge, die man eigentlich nicht sagen wollte und man wiederholt sich auch. Also es war einfach nur ein doofer Zufall und es ist so viel dazu zu sagen, dass wir von niemandem ein Honorar bekommen, auch kein extra Honorar. Ja? Alles, was ich hier auf dem Channel mache, mache ich, weil ich es will, aus eigener Überzeugung und aus eigener Motivation. Und ich bin zwar bei diesem genannten Fitnessstudio und trainiere dort auch, aber ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag immer noch selbst, ja, genauso wie mein Freund. Das heißt, das war auf jeden Fall überhaupt nicht so gemeint und da bin ich auch einfach ganz ehrlich und möchte da super transparent sein. Und deswegen habe ich diese Frage mit reingenommen, weil es mir sehr, sehr wichtig ist, das auch zu beantworten. Dann gab es eine Frage zum Rückenworkout, zu meinen grauen Schuhen. Diese Turnschuhe, die würde ich dir ganz gerne einfach hier unter diesem Video verlinken. Das sind ganz, ganz schöne Schuhe, die ich sehr, sehr gerne mag. Und die habe ich mir, glaube ich, vor 2 Jahren gekauft. Und die sind wirklich sehr, sehr cool. Die trage ich ganz gerne momentan auch in meiner Freizeit. Und damals, als sie noch so schön neu waren, habe ich die auch bei den Workouts ein paar Mal angehabt. Dann gab es eine Frage zur russischen Küche, ob ich diese kenne und auch ab und zu so koche. Also wie du vielleicht schon weißt, bin ich ja in der Ukraine aufgewachsen und ich spreche auch Russisch und natürlich kenne ich die russische Küche. Ja? Also auch mit, ich bin damit aufgewachsen, früher bei meiner Oma gab es natürlich ganz viel russische Küche, obwohl wir ja in der Ukraine gelebt haben. Aber Ukraine war natürlich sehr stark von Russland geprägt und mir ist die russische Küche sehr gut bekannt. Ich mag sie auch sehr gerne. Leider muss man dazu sagen, dass diese Küche nicht gerade figurfreundlich ist. Ja, es ist ganz viel mit, ja, es ist schon eine deftige Küche, viele Teiggerichte und das ist natürlich jetzt nicht ganz so gut für die sportliche Figur. Nichtsdestotrotz mag ich diese Küche. Ich koche allerdings selten russisch, also wirklich traditionell russisch, ne, mit diesen ganzen Teigtaschen zum Beispiel, Vareniki und Pelmeni und so weiter. Aber so einmal im Jahr kommt es bestimmt mal vor, dass ich zu einer bestimmten Feierlichkeit, zu Weihnachten oder so, sowas mache. Ich habe zum Beispiel jetzt vorletztes Weihnachten, habe ich russische Teigtaschen gemacht und das waren diese leckeren Vareniki mit Käse, haben wir zum Beispiel gegessen.
Und wenn es so Alternativen gibt, also gesunde Alternativen aus der russischen Küche, wie zum Beispiel diesen Wintersalat, den ich mal in meinem Video angekündigt habe, in diesem Kühlschrank-Video, was ich gemacht habe. Ja, diesen Wintersalat mag ich total gerne und den wandle ich einfach so ein bisschen ab, sodass er ganz gut in meine gesunde und ausgewogene Ernährung reinpasst. Und dann esse ich sowas auch mal zwischendurch ganz gerne. Ne? Und was esse ich noch? Also so bestimmte Sachen sind übrig geblieben. Zum Beispiel Matjesfilets, ne, das haben wir auch früher in Russland ganz viel gegessen. Matjesfilets mit Zwiebeln, das mag ich immer noch sehr, sehr gerne. So von den Getränken trinke ich ganz gerne schwarzen Tee mit Milch. Das ist einfach so, was ich aus meiner Kindheit habe und was wir früher immer bekommen haben. Und das ist noch so geblieben, ne, dass ich manchmal so einen schwarzen Tee mit Milch und heutzutage mit Zucker mir dann fertig machen. Wie regelmäßig nehme ich das Proteinpulver? Also ich habe ja gesagt, dass ich zwischendurch mal so einen Shake trinke. Ich trinke jeden Tag einen Shake, ja, weil ich intensives Muskeltraining mache, Krafttraining. Und ich nutze das einfach, um meine Proteine täglich zu mir zu nehmen. Und ja, wie gesagt, ein Shake pro Tag trinke ich da. Wie läuft meine Ernährung ab? Ja, sehr gute Frage. Also meine Ernährung hat sich auch in den letzten Jahren sehr gewandelt. Momentan ist es so, dass ich einfach darauf achte, dass ich möglichst natürliche und echte Lebensmittel esse. Ich koche sehr viel selber. Es sind auch nicht immer mega aufwendige Sachen, sondern eher so schlichte Sachen, die man schnell machen kann, aber trotzdem halt immer gesund, frisch, mit ganz viel Nährstoffen, mit frischen Kräutern. Richtig gut gewürzt und ja, einfach schmackhaft, das ist mir schon sehr, sehr wichtig, aber trotzdem auch ja, kalorienarm und auch frisch, gesund und ausgewogen und sehr vielseitig. Das ist so, wie ich mich ernähre, also von allem, ich verzichte auch auf keine Lebensmittelgruppe, sondern ich esse Kohlenhydrate, Proteine und Fette, das ist mir auch ganz, ganz wichtig, ich könnte auch ohne Kohlenhydrate nicht leben und meine Ernährung, meine Basisernährung ist wirklich die Vielseitigkeit, ne? Das liebe ich einfach, die Vielseitigkeit der natürlichen Lebensmittel, also wirklich der echten Lebensmittel, ne? Die man irgendwo ja, die irgendwo in der Erde wachsen, die irgendwie von einer Pflanze kommen. Ja, also wirkliche Lebensmittel und nicht sozusagen Produkte aus dem Supermarkt. Ne? Ja, das ist meine Ernährung. Und ich koche ja auch sehr gerne. Deswegen gucke ich auch immer, dass ich ja, ganz viele Sachen zusammenbringe. Mir macht das auch einfach sehr, sehr viel Spaß, rumzuprobieren und in der Küche auch zu experimentieren. Und neue Gerichte auch mal auszuprobieren. Ne? Zum Beispiel da mische ich auch ganz gerne meinen europäischen Einfluss mit der russischen Küche, ne? Mit dem, was ich so aus meiner Kindheit kenne. Wir haben nämlich in der Kindheit immer so vom eigenen Hof gegessen. Also meine Oma hatte ein Stück Land und dort hat sie halt die ganzen Sachen selber angebaut. Deswegen weiß ich auch, wie das alles wächst und wie das entsteht. Und ich denke, daher habe ich auch so eine ganz, ganz tiefe Verbindung dazu. Und deswegen ist es mir auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil es so tief in mir drin sitzt. Ne? So dieses echte Essen, ne? Das natürliche Essen. Also wirklich mal in so einen frisch gepflückten Apfel reinzubeißen oder frische Kräuter aus dem Garten zu holen und die dann direkt zu schnibbeln und direkt dann im Essen zu verarbeiten. Oder frische Kuhmilch hatten wir früher auch ganz viel oder Ziegenmilch sogar, ne? Sowas habe ich als Kind getrunken und das sind einfach so ganz prägende Erlebnisse gewesen und ja, ich glaube, die prägen mich nach wie vor, ne? Auch jetzt so als erwachsene Menschen. Welche Nahrungsergänzungsmittel nehme ich? Also ich nehme nur, wie gesagt, einmal am Tag so ein Shake und das war es auch schon. Zwischendurch esse ich vielleicht nochmal so einen kleinen Proteinriegel, so als kleinen Nachtisch. Aber das ist jetzt nichts Regelmäßiges, was ich mache. Ansonsten, wie gesagt, Grundlebensmittel, echte Ernährung, ne, echte Lebensmittel, das ist das, was ich bevorzuge. Eine Frage, wie viele Kurse pro Woche gibst du? Also das ist so, ich habe früher seit 2008 ganz viel unterrichtet
und habe ganz viele Kurse hier in Hamburg gegeben als selbstständige Trainerin. Und maximal hatte ich damals 25 Kurse die Woche. Ne, da war ich schon ordentlich unterwegs, von morgens bis abends, ständig auf Achse und habe Tanz- und Fitnesskurse unterrichtet. Und das habe ich einige Jahre lang gemacht. Momentan ist es so, dass ich das ja alles sehr eingefahren habe, sehr runtergefahren habe und meine Arbeit sich in den Online-Bereich jetzt verlagert, ne, und dass ich jetzt viel, viel mehr sozusagen online mache und auch noch weiterhin so Online-Videokurse machen möchte. Ne? Also das verschiebt sich gerade alles so aus dem Real-Life in die Online-Welt. Ja, momentan unterrichte ich daher gar keine Kurse mehr. Das Einzige, was ich mache, sind so Referentinnenfortbildung und zwischendurch vielleicht mal auch so einen kleinen Workshop oder sowas. Aber ansonsten bin ich gerade sehr, sehr konzentriert auf diese Online-YouTube-Geschichte und auch auf meine, ja, auf meine eigenen Online-Kurse und Programme. Das ist eigentlich das, was ich sehr, sehr gerne machen möchte. Ja, und das war's auch schon. Das waren die 10 Fragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen mehr über mich zu erfahren, über meine Vergangenheit und ein bisschen mehr zu meiner Person. Wenn es so ist, wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Abonniere meinen Channel, falls du es noch nicht gemacht hast. Schreib mir deine Frage hier unter dieses Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, eure Anna.